Hallo, ich bin Hannes Lischke, ich bin 21 Jahre alt, ich gehe zurzeit auf das European Film College in Dänemark. Ich habe den Film Aus deinen Händen produziert, Regie geführt hat Sebastian Husak, der kann leider nicht da sein, aber ich kann ein paar Fragen beantworten. Die erste Frage wäre auch schon, worum geht es in dem Film? Der Film handelt um zwei Brüder, die sich nach einer langen Zeit wiedersehen. Und ein unerwartetes Erlebnis ist, etwas ist passiert, etwas steht zwischen den beiden. Und sie haben eine Konversation und wir versuchen den Zuschauer langsam heranzulocken und zu zeigen, worum es eigentlich geht, was eigentlich passiert. Magst du uns auch schon verraten, was eigentlich passiert ist? Eigentlich ist der eine Bruder gestorben und die ganze Konversation zwischen den beiden findet nur in dem Kopf des einen statt, um mit der Situation umzugehen. Der Film heißt ja, wie du sagtest, Aus deinen Händen. Was hat der Titel mit dem Film gemeinsam? Ich habe den Film produziert. Ich weiß nicht genau, warum wir den Titel Aus deinen Händen ausgesucht haben. Okay, gut, dann leiten wir die Frage mal weiter vielleicht. Gibt es denn schon weitere Projekte, die bevorstehen? Zurzeit studiere ich und habe verschiedene Schulprojekte, genauso wie Sebastian Husak, der in München studiert. Und wir hoffen in Zukunft trotzdem weiter Filme zusammen zu machen. Noch zwei kurze Fragen zu dem Film. Wie wurde der Film eigentlich finanziert? Wir hatten eine Förderung vom Landesverband Jugend und Film und haben auch privat noch etwas Geld hinzugefügt, um die ganze Produktion dann umsetzen zu können. Wurden die Schauspieler auch extra engagiert für den Film oder waren das bekannt? Wir haben sie gecastet und engagiert, wir haben aber ohne Gage mit ihnen drehen können. Allerdings hat man dann verschiedene Verträge, falls der Film kommerziellen Erfolg hat, dass man dann die Schauspieler auch auszahlen kann für so eine Leistung, dass sie mitgewirkt haben an diesem Film. Klar, super Sache. Vielen Dank für den Film und für das Interview. Dankeschön.